Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden in diesem Video nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt bei objektrelationalen Mappern, im Speziellen im Entity, genau gesehen haben. Im Prinzip geht es auch hier wieder darum, um das Problem, ich habe einen Objektgraph und ich möchte mit einer relativ einfachen API für mich dafür sorgen, dass dieser Objektgraph in eine Datenbank diesmal und nicht in eine Datei wie vorher eben persistiert wird, beziehungsweise ich möchte sehr leicht diese Daten wieder in den Speicher holen. Und dazu ist eben der DB-Kontext da, insbesondere die Save-Changes-Methode, um eben Änderungen in die Datenbank zu übertragen. Oder wir können die einzelnen DB-Sets, die darauf definiert sind, eben direkt nutzen, um eben Artikel oder Rechnungen in unserem Fall direkt abzufragen. Also wir können da wirklich sagen, gib mir mal alle Artikel mit so und so viel oder gib mir mal alle Rechnungen, die zu dem Kunden gehören. Das wäre jetzt mal ein ordentliches Beispiel. Das vorherige Rumgestotter bitte ich zu entschuldigen. Aber dafür ist eben der DB-Kontext da. Wir haben in unserem Code gesehen, so richtig schwierig zu nutzen ist er nicht. Also, very straightforward. Wir müssen eben darauf achten, dass wir ihn wieder schließen, weil er iDisposable implementiert. Dafür können wir aber zum Beispiel einen solchen Using-Block einsetzen. Und ansonsten erstellen wir ganz normal im Speicher unsere Objekte, fügen diese eben zum Database-Kontext hinzu und rufen Save-Changes auf, wenn wir diese Objekte in die Datenbank übertragen wollen. Oder wir nutzen einfach, das habe ich jetzt hier nicht explizit gezeigt, aber wir können hier einfach diese DB-Sets nutzen und direkt hier abfragen, hey, gib mir mal, wie gesagt, die Invoices zurück, die eben zu einem Kunden namens Kenny Pflug oder so gehören. Auch da können wir übrigens dann natürlich Link einsetzen. Ja? Also wir können hier dann auch Where-Abfragen machen und uns diese Daten holen, diese dann gruppieren und so weiter. Aber das will ich jetzt nicht explizit zeigen, das A kann man sich selber vorstellen, B kann man, geht es dann auch ein bisschen tiefer in die Materie rein und das, dann steckt dann eben doch noch relativ viel mehr dahinter. Wichtig ist für Sie einfach mitzunehmen, wenn Sie in die Situation in Ihrem Arbeitsleben kommen, dass Sie mal irgendwelche Daten in eine Datenbank abspeichern müssen, dann ist ein ORM im Normalfall das Einfachste und genau das, was Ihre Aufgabe erledigt. Versuchen Sie nicht großartig SQL-Statements selber zu schreiben, auch wenn Sie vielleicht in SQL sehr bewandert sind. Werden Sie wahrscheinlich mit einem OR-Mapper schneller zum Ziel kommen. Auch wenn Sie wirklich geübt sind in SQL und darin keine Fehler machen, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn Sie in Performance-Probleme mit einem OR-Mapper kommen, dann kann es natürlich nicht schaden, dass man dann wirklich mal genau drauf schaut, hey, welche SQL-Statements werden denn vom OR-Mapper erzeugt? Wie sieht denn das Ganze wirklich aus? Können wir da noch was optimieren? Können wir zum Beispiel eine Stored Procedure auf dem Datenbankserver schreiben, die dann bloß noch von Entity Framework aufgerufen wird und die dann eben hochoptimiert ist für die Abfrage, die wir brauchen und bei der wir Performance-Probleme haben. Aber solange Sie diese nicht haben, ist es meines Erachtens nicht sinnvoll, direkt SQL-Statements in der heutigen Zeit zu schreiben. Nutzen Sie OR-Mapper, die Aufgabe automatisch für Sie erledigen und wahrscheinlich für die unterschiedlichen Datenbanksysteme, die es gibt, auch noch optimiert sind. Insbesondere in Hibernate, der Konkurrent von Entity Framework im .NET-Bereich. Den gibt es schon einige Jahre länger als Entity Framework und der hat nochmal in vielen Spezialgebieten einiges mehr auf dem Kasten. Ist ein bisschen schwieriger, gegen seine API zu programmieren, aber im Prinzip sehr ähnlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt total, wenn man mit Entity Framework gearbeitet hat, total neben der Spur ist, wenn man dann plötzlich mit Hibernate arbeiten soll. Das ist eben so viel zu objektrelationalen Mappern.
die bieten eben eine einfache API an, um Objekte in Datenbanken, in relationale Datenbanken, wohlgemerkt, zu persistieren. Also für NoSQL-Datenbanken sind diese ORMs nichts. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Das ist das hier unten. Hinter den DB-Set-of-T und der DB-Context-Klasse, da steckt eigentlich das Repository-Pattern, das ist vielleicht auch nochmal interessant, und das Unit-of-Work-Pattern. Wir schauen uns das nochmal genau später an, was das genau heißt, also wenn wir eben zu Design-Patterns und Design-Principles kommen. Man kann das aber schon mal im Hinterkopf haben, wenn ich aus anderen Schichten, also meiner Business-Logik oder, okay, das sollte man eigentlich nicht machen, dass man, glaube ich, aus der Persistenzschicht auf die Datenschicht zugreift, aber zumindest, wenn man aus anderen Schichten auf Data Access zugreift, dann macht man das eben über das Repository Pattern und das Unit of Work Pattern. Diese beiden Design Patterns sollte man, wenn man das in mittelgroßen bis großen Projekten durchzieht, sich wirklich sehr stark anschauen und versteht, was man da macht. Denn sie dienen einfach als Abstraktion für die Datenschicht. Und anderen Schichten ist es dann vollkommen egal, ob die Daten in Dateien landen, ob die an einen Webservice geschickt werden, ob die in einer Datenbank direkt landen, die angebunden sind. Es ist vollkommen egal. Wichtig ist bloß, dass sie gegen diese Repository- und Unit-of-Work-Pattern-Abstraktion programmieren. Und es gibt dann eben für diese Sachen eine jeweilige Implementierung für den Datenbankzugriff und den anderen Zugriff. Und genau deshalb ist das Ganze so wichtig, dass man das mitverstanden hat. Wie gesagt, wir kommen nochmal auf dieses letzte Thema zurück. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video widmen wir uns dann der Oberflächenprogrammierung mit der Windows Presentation Foundation. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!